Beim letzten Mal haben wir über den Lamborghini-Kasten gesprochen. Den haben wir natürlich jetzt schön leer gemacht und den sortieren wir heute in der Folge Hot Wheels zusammen ein. Ich sage mal hallo und herzlich willkommen. So, was mir beim letzten Mal aufgefallen ist, beziehungsweise haben wir hier im Japan-Kasten oben rechts noch einen Stellplatz frei. Und ich habe natürlich auch einen passenden Platzhalter dafür, einen würdigen Wagen hier für den Parkplatz. Ein 1989er Mazda Savanna RX-7 in Rot. Hier nochmal ein bisschen kleine Impressionen aus dem Innenraum. Hinten drin schön die Federverschraubung zu sehen. Haben wir auch nochmal die Rückleuchten drauf. Vorne auch nochmal die Scheinwerfer bzw. die Blinker und die Schlafaugen. Ich hatte das beim letzten Mal Neuzugänge ja auch gezeigt. Und ich finde, dieses Auto hat mit die schönsten Hot Wheels Felgen auch. Ne? Ich mag dieses großspeichige Design sehr gerne. Das haben wir auch beim Impala. Hier halt in Gold, wenn es den mal scharf stellt. Ja, dann haben wir den Kasten soweit komplett, würde ich sagen. Können wir gleich einen Deckel drauf machen, dann passt das so. Da bin ich erstmal glücklich, wirklich. Also oben rechts, das ist top. Ne, das passt. Oben links ist natürlich immer noch das Problem mit dem Boss Ford. Der kommt jetzt hier hin. Ne? Ich denke, oben erster Parkplatz ist ganz okay. Kann man so machen. Der Ford Mustang Boss aus den Mystery Models. Sehr, sehr geil auch, dass er unterschiedliches Felgendesign bzw. Felgenlackierung hat. Auch ein sehr recht großes Fahrzeug, ne? Der kommt dann auf jeden Fall, darf der hier jetzt erstmal parken. So, und als zweites Fahrzeug natürlich auch ein Ford Mustang Boss, diesmal in, ja, hier ist er matt, schwarz, und hier haben wir so ein bisschen Glanz mit grünem Streifen auf der Haube und ein glänzender Schwarzton. Der kommt auf jeden Fall erstmal hier hin. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat, der PlayStation Controller hat sich gerade abgemeldet. So, dann haben wir da schon mal zwei Autos drin. Jetzt haben wir noch 18 Stellplätze frei, beziehungsweise hier sind ja immer noch die Ford-Autos drin. Der obere aus den Fast and Furious Serie und die anderen beiden aus der Gumball 3000 Serie. Ja, das geht so nicht. Das ist noch viel Platz, aber das ist auf jeden Fall schon mal ganz geil, das gefällt mir, kann man so lassen. Ich liebe auch hier die Felgen mit dem grünen Rand drumherum, passt zur Haube schön. Nochmal so ein bisschen abgesetzt, der ist sehr geil. Und ich hatte ja schon gesagt, wie gesagt beim letzten Mal, man macht sich so ein bisschen Gedanken auch, ne? Wie sortiere ich meinen Kasten ein? Und ich glaube, auch in dieser Folge kriegen wir diesen Kasten irgendwie nicht voll. Es ist so ein bisschen verhext gerade. Ja, weil man doch noch immer eben so ein bisschen Ideen hat. Geil wäre ja auch, wenn ich vielleicht hier noch so ein paar oder überhaupt so eine Ford-Reihe mache, weil hier habe ich auch noch andere Modelle, die dann vielleicht da gut hinpassen könnten, weil hier haben wir auch so ein bisschen das Problem in dem rechten Kasten unten rechts, dass wir hier immer noch gemischt haben mit Volvo und so Japaner. Wie gesagt, den hatte ich ja nochmal gekauft, den möchte ich dann so ein bisschen. So, der Staubkrümel vom letzten Mal. Lag da noch, jetzt ist er weg. So, den habe ich ja nochmal, da möchte ich so einen kleinen Custom machen. Da möchte ich mich mal selbst dran versuchen und habe ich mir dieses Modell ausgewählt. Den Honda Prelude, der wird umlackiert. Also nicht der, sondern ein anderes, den ich nochmal doppelt habe. Der wird dann umlackiert. Müssen wir mal gucken, was wir draus machen. Wenn wir so ein bisschen basteln. Wenn ihr das möchtet, können wir gerne auch dazu so ein Video machen. Ja, ich glaube, wir haben wirklich sehr, sehr viel Potenzial. Ne? Wir können stundenlang hier über Hot Wheels sprechen. Weiß ich nicht, das fasziniert mich einfach so ein bisschen. Was wir auch machen können, erstmal ist hier eine Corvette reinstellen. Corvette C7Z06. Wie machen wir das? Der Wagen in Weiß, wunderschön. Der gehört einfach hier irgendwie hin. Ne? Parken wir erstmal
hier gegenüber so ein bisschen. Ja, ich glaube, das ist ganz gut. So, ne? Und dann haben wir noch den roten. Den können wir auch unten drunter parken. Den hatten wir beim letzten Mal rausgeschmissen. Vorübergehend passte dann ganz gut hier rein, die beiden Autos. Sehr schön. Dann haben wir schon mal 2 von 20 einsortiert. Naja, eigentlich 4, aber ja, das ist alles immer noch so eine Sache, ne? Tja, schwierig. Ich hatte mir auch mal überlegt, weil nicht nur diesen, sondern auch hier oben, warte, da. Diesen, so ein Mustang-Ecke zu machen, ne? Das könnte man vielleicht auch dann umbauen. Allerdings habe ich dann hier oben wieder 3 Plätze frei. Das ist dann auch ein bisschen doof. Ja, schwierig. Es gibt tatsächlich nur 3 Kästen, beziehungsweise 2, mit denen ich bis jetzt sehr zufrieden bin. Das ist der Porsche-Kasten und hier oben rechts. Ich muss mal schauen. Aktuell, was ich jetzt noch suche, ist der T2-Bus. Den gibt es ja aktuell in der 52er-Serie Hot Wheels in Weiß komplett. Ich glaube, der hat dann nur so ein bisschen roten Streifen. Die beiden hier hatte ich ja mal von der Börse mitgenommen. Oder die 3 vielmehr, ich weiß gar nicht mehr genau. Ja, Börse fällt ja in diesem Jahr aus, ne? In Frankfurt, die Convention leider, schade. Wäre ich gerne wieder dabei gewesen, hätte auch gerne wieder ein bisschen, ja, gefilmt, vielleicht auch ein bisschen mehr diesmal, aber ne, virusbedingt, ihr wisst Bescheid, sieht es da echt kacke aus momentan. Tut mir leid, aber das muss man so sagen, das Virus nervt mich. Aber deswegen sitzen wir ja zu Hause so ein bisschen im Warmen und quatschen hier so ein bisschen über schöne Autos und nehmen uns einfach die Zeit, die dunkle Jahreszeit, und sortieren hier Autos ein. Ja, wir schweifen schon wieder ab, ne? Wir machen was. So, bevor wir jetzt weiter einsortieren, den schwarzen Dodge Charger hier. Ich habe ihn schon länger so ein bisschen auf der Abschussliste, möchte ich mal sagen. Deswegen kommt der erstmal hier raus. Ich weiß, er ist ein schönes Auto. Und auch weil er vorne auf der Haube wieder so ein bisschen was abgesetzt hat, ne? Hier hinten ist nochmal der Blinker drinne. Beziehungsweise, es müsste, weiß ich nicht, ist das eine Seitenmarkierungsleuchte? Kann man schlecht sagen. Vorne an der Tür steht auch noch was. Klein drauf. Er kommt erstmal an die Seite, so ein bisschen ins Parkhaus, weil ich möchte hier ein bisschen was umbauen. Und zwar diesen hier, den Mercury Cougar. Der kommt erstmal hier rüber. Fett, fett, fett. Der bleibt auf jeden Fall. Ne? Schönes Olivgrün, Flammendesign. Schönes Auto. Bleibt da drin, jetzt haben wir einen Stellplatz auf dieser Seite frei. Und da kommt er ja aus den Mystery Models rein. Den 55er Chevy. Ich hatte sie im Neuzugang gezeigt. Falls ihr nicht wisst, wie man diese Autos findet. Wenn ihr speziell aus den Mystery Models was sucht. Ich liebe das Pink, oder? Mega. Ja, der ist auf jeden Fall würdig, ne? Der darf nicht so einfach so im Freien hier stehen, dass er einstaubt und so. Deswegen kommt er so ein bisschen in den Kasten rein. Und ich finde, der hat ja auch einen verdienten Platz. Der darf da erstmal sein. Ja, auch jetzt bin ich wieder unzufrieden, weil, ne, so die müsste man noch mal so ein bisschen umbauen. Aber das wird dann, da kommst du vom Hundertsten ins Tausendste rein. Aber das ist ja auch der Spaß am Sammeln, so ein bisschen. So, dann was umgesetzt wird in den neuen Kasten, ist dieser weiße Ford Mustang Fastback. Wunderschön. Ich bin so froh, dass ich ihn gefunden habe. Der gab es vor, weiß ich gar nicht, vor 2 oder 3 Jahren sogar. Habe ich den irgendwann mal gefunden. Der kommt erstmal hier raus. Kommt hier unten rein. Vorübergehend. Hier unter die... ich habe aber jetzt auch schon einen würdigen Nachfolger. Und zwar den Hudson Hornet. Der passt dadurch, dass er so ein bisschen pink ist. Auch hier viel besser rein, finde ich. Ne? Hier unten zu dem mit der transparenten Motorhaube. Hier kann man so ein bisschen den Motor sehen. Sehr cool. Den habe ich auf eBay geschossen für 2 Euro noch was. Ich musste ihn haben, weil er einen sehr, sehr guten Zustand hat. Und ich bin jetzt auch mal ein bisschen heiß drauf, auch hoch auf Flohmärkte zu gehen und mir so ein paar Autos dazu anzuschauen. Natürlich nicht so stark bespielt. Da habe ich aber irgendwie Bock drauf, aber wegen dem Virus.
Ihr wisst ja selber, wie es ist. Ja, gut, dann haben wir schon mal wenigstens einen so ein bisschen umgeräumt. Da unten rein. Ja, fünf Stellplätze. Ja, hier habe ich die Tapete ein bisschen versaut. Ja, irgendwie hier dran gekommen an die Ecke. Ja, ist ärgerlich, aber jetzt ist nicht zu ändern. Ich tapeziere jetzt nicht den Raum wegen dem bisschen Kack. Ne? Nicht, dass es dann wieder heißt hier, was ist da denn los? Ja, jetzt haben wir noch ein bisschen Platz. Fünf Plätze sind belegt, plus drei, die sagen wir, ihr seid noch virtuell hier drin. Ist immer so ein bisschen schwierig. Hier haben wir natürlich auch noch den Carbonator stehen für alle Fälle. Ne? Falls mal wieder hier Bier gibt, müssen wir so ein bisschen öffnen. Immer noch so ein bisschen Platz und ich denke, wir machen an der Stelle erstmal beim nächsten Mal weiter. Bevor wir aber Schluss machen, stellen wir noch einen hier in das Fach rein. Einfach weil, ne, so ein bisschen als Platzhalter. Das sieht jetzt ein bisschen doof aus. Zwei Stück und drei Stück. Da muss noch einer hin. Wir machen es der Würde halber. Ein Lamborghini Huracan aus den Mystery Models. Ach, guck mal bitte. Wunderschön. Passt gut hier hin. Lassen wir erstmal so. Ja, beim nächsten Mal müssen wir dann wirklich mal sehen, dass wir den Kasten voll bekommen, beziehungsweise was wir noch umbauen können, umbasteln. Und dann gibt es ja auch schon wahrscheinlich wieder Neuzugänge-Video, pipapo. Also es gibt jede Menge Potenzial, über Hot Wheels zu sprechen und was wir so machen können, was wir verändern können. Und wie immer gilt natürlich, falls ihr das mögt, lasst gerne einen Daumen da, dass ihr das so ein bisschen unterstützt. Wenn ihr möchtet, natürlich auch ein Abo, ein kostenloses. Dann macht es einfach noch mehr Spaß, wenn man sich damit beschäftigt und Leute dann auch einfach dann einschalten, denen das einfach Spaß macht, hier zuzugucken. Wie gesagt, ich verdiene hier nichts dran. Das ist einfach Spaß an der Freude. Und wäre natürlich toll, wenn ihr das unterstützt. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Versucht nicht kriminell zu werden. Bleibt sauber und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.